Ja, willkommen zurück, Far Cry Primal, Folge 19 schon mittlerweile. Wahnsinn, es ist schon, Alter, 19 Videos schon wieder. Und wie ich ja mal sagte, das wird wahrscheinlich auch eins der längsten Let's Plays, glaube ich. So, da haben wir einen DAX, was ist das denn hier? Wenn ja, Armband. Diese Armbänder werden ein Leben lang getragen und stehen für die ewige Verbundenheit mit dem Stamm. Mhm, aha, also auch wieder was Sammelbares. So, jetzt schaue ich mal, wir hatten hier noch so eine andere Nebenmission, ne? Hier zum Beispiel, töten. Finde und töte gefährliche Gegner und durchsuche ihre Überreste. Das klingt spannend. In der letzten Folge haben wir ja eindrucksvoll bewiesen, dass wir andere Dörfer anzünden können. Dann würde ich sagen, wir werden mal andere Gegner jetzt eliminieren. Um uns da mal unter Beweis zu stellen. So, ich schwimme mal rüber. Lalala, lalala. So. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir müssen mal gucken, dass wir auch demnächst mal andere Tiere zähmen. Müssen wir mal gucken, was können wir denn... Was war das? Ich habe gerade irgendwas gehört. Oh, Pilze. Okay, ich gehe mal. Mal das mit der Beutetasche, das ja, irritiert mich ein bisschen. Ich schau noch mal eben, wie wir denn. Ach, wir können einen Fähigkeitspunkt vergeben. Hey. So, was machen wir denn? Machen wir mal hier diesen Sturzangriff der Eule, finde ich ganz cool. Das machen wir mal. Den Fähigkeitspunkt haben wir ja in der letzten Folge bekommen. Aber wie können wir denn hier unsere Beutetasche erhöhen? Ach, da brauchen wir Jackfell, stimmt. Jackfell. Wo kriegen wir denn Jackfell her? Haben wir denn schon die Karte so weit aufgedeckt, dass wir Jacks sehen? Jack. Was haben wir da? Säbelzahntiger? Mhm. Hatten wir uns, glaube ich, schon mit angelegt mit einem. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich sehe hier keinen Jack, oder? Ein Jack. Nee. Da ist Wolf, da ist Wildschwein, da ist Dachs, da ist nochmal Säbelzahntiger, da ist Jack. Ach, guck mal an, da. Hm. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Mission und dann gehen wir mal in dieses Gebiet. Das ist auch noch feindlich. Das heißt, wir können auf dem Weg erstmal hier diesen Außenposten erledigen. Und dann gehen wir zum Jackfell. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Ich glaube, das machen wir mal. So. Ich finde das so geil mit dieser Tierwelt. Das haben die echt geil umgesetzt. Also, Respekt. Vielen lieben Dank für so einen geilen Far Cry-Titel. Ich bin gespannt, wie der nächste dann wird. Ah ja, hier müssen wir... Parkour, Holz, Unterschlupf. Parkour. Ich will Fleisch, aber Lisa. Was Mhm. Wir müssen also zum See jetzt. So. Jetzt muss ich mal eben schauen auf die Karte, wo das ist. Das wird mir gar nicht angezeigt. Das ist natürlich auch interessant. Ich muss zum See. Ja, schön. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der See ist. Hast du vielleicht ein Navi dabei? Ja, ja. Wo ist denn der See? Du solltest vielleicht mal ein bisschen Diät machen. Dann passt das vielleicht. Oder mal so 2 Stunden auf dem Laufband. So, Entschuldigung. Warte mal, da, hier ist der See, ne? Kann das sein, dass wir hier hin müssen? Ich mach mal, oder ist das hier vielleicht? Dass man es auch nicht angezeigt bekommt. Ist aber mehr... Ne, das ist ja eine neue Mission. Ich gehe mal hier zum See. Ist das hell. Ich sehe den Wegpunkt mal wieder gar nicht. Ja. Hör auf zu winken. Ich wink gleich mal zurück. Da ist der Wegpunkt. Okay, dann gehen wir mal dahin. So. Hallo? Na, ich klemme. Ich soll also zum See gehen und die, Typen vertreiben. Da ist ein Gegner. Da ist ein Lager. Ich könnte richtig sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Gehört der zu uns?
glaube, der gehört, oder? Hallo? Hörst du zu uns? Ja. So, jetzt bin ich am See. Aber ich glaube nicht, dass das das Lager ist. So, ach guck mal, Cosma. Liegt wieder hier. Ich frage mich, wo muss ich denn jetzt hin? Ich werde einfach mal den See weiter folgen. Vielleicht werden wir ja hier fündig. Lalalala. Was? Oh. Oh, ein Bissen und er ist weg. Sehr schön. Rothundfell nehmen wir mit. Hast du fein gemacht? Ja. Hast du fein gemacht. Da ist das Fleisch durch die Nase gegangen. So, ich werde mal durch den... Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so weit weg ist. Das ist mir aber auch nicht angezeigt. Wird es echt merkwürdig. Unbekannter Ort. Was haben wir hier? Lagerfeuer? Wieder Auferstehungspunkt. So, gehen wir mal hier lang. Mal gucken. Vielleicht ist es ja doch richtig. Bin mir da gar nicht so sicher. Ja. Hier oben war auch irgendwo ein Lager, ne? Also zumindest hier oben. Schauen wir mal. Oder waren wir hier schon? Ich kletter mal einfach mal hier rauf. Mal gucken. Vielleicht ist die Aussicht von hier oben besser. So. Ach, hier waren wir ja. Stimmt. Hier hatten wir ja ausgeräumt gehabt. Hier haben wir die Steine von Orus hatten wir ja gesammelt. Aber ich frage mich, wo ist denn diese Nebenquest? Das ist jetzt ein bisschen... Ich verstehe das nicht. Man nimmt die Nebenquest an und dann... Okay, wisst ihr was? Dann gehen wir einfach zum Außenposten. Fertig. Ist mir egal. So. Dann sollen sie die halt selbst vom See vertreiben. Habe ich keine Zeit für. So. Geronimo! Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch so ein bisschen Angst, manchmal im Wasser zu springen und so rumzuschwimmen, weil hier werden wahrscheinlich auch komische Tiere rumschwimmen, rumkreuchen. Wo ist jetzt mal wieder mein... Ah ja, Da ist der schöne Weg. Ich suche mal verzweifelt den Wegpunkt. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr das selber spielt, ob das bei euch auch so ist, dass ihr manchmal den Wegpunkt sucht. Ja gut, ich weiß ja natürlich nicht, ob ihr mit Karte spielt oder ohne Karte spielt. Aber mich würde das echt mal interessieren, ob man irgendwann auch in die Schneeberge kommt. Oder ob das jetzt alles ist hier. Ah, guck mal, Äffchen. Es tut mir leid. Alter, diese Adler. So, warte mal. Waren wir... Das ist doch eine Falle. Das sehe ich doch. Jungs, das habt ihr aber nicht gut gemacht. Du greifst mich nicht nochmal an. So wie in der letzten Folge. Da greift mich einfach mal dieser Dachs an. Einfach mal so, weißt du? Läufst du hier durchs Gestrüpp. Und dann kommt der. Oh. Gar nicht gesehen. Den schnappen wir uns einzeln, weil der andere guckt gerade nicht hin. Das ist schon mal sehr schön. Oh, es tut mir leid. Warte mal. Das gibt's nicht. Ich schieße auf den Pixel. Das ist unfassbar. Dieses dämliche Blatt war eine Alpha-Wand. Das gibt's nicht. Sehr schön. So, Kopfschuss. Gibt 10 EP. Was? Oh, oh.
Komm hier hin. Komm hier hin. Mann, komm hier hin, Alter. Oh nein, der greift unser... Oh, oh. Da ist auch noch einer. Gott, was der abhaut. Ich glaub's ja wohl. Du kleiner Penner. So. Hier greift niemand unseren Tiger an. Niemand greift hier unser Tierchen an, unser Haustierchen. Mein Gott, ich lasse mich schon wieder viel zu sehr hier ablenken. Ich weiß es selber. Ich weiß es selber. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr hier ablenken. Es tut mir leid. Aber mein Gott, so ist das nun mal hier in Far Cry Primal. Aber dafür trotzdem geht es ein bisschen mehr voran. Aber wie gesagt, wem die Spielweise halt nicht gefällt, der kann es, wie gesagt, selber spielen oder halt guckt woanders. Es gibt ja genug andere Let's Plays oder andere Leute, die es spielen. Aber ich spiele halt so, wie es mir gefällt. So. Komm mal her, du hast Hunger, ne? Hier, guck mal. So. Lala durch den Wald. Rotblatt nehmen wir auch mal mit. Ah, Tasche bereits voll. Stimmt, wir wollen ja... Ah, warte mal. Wir wollen ja... Jackfell besorgen. Ich weiß nicht, ob wir das noch in der Folge schaffen. Vielleicht müssen wir mal gucken. So, erstmal werde ich ihn jetzt wegschicken. So, wegschicken. Ciao. Mach's gut, ich werde dich vermissen. Denn ich werde jetzt erstmal die Eule rufen. Um erstmal so ein bisschen hier das Lager, den Außenposten so ein bisschen zu beurteilen, wo die hier überall sitzen. Okay, ich könnte einen Angriff starten. Okay. Oh, da sind Fußspuren. Oh, wie krass. Da müssen wir nachher mal gucken. Jawohl. Einer schon mal tot. Jetzt sind die natürlich in heller Aufruhr wahrscheinlich, denke ich mal. Was bedeutet denn das Symbol? Ach, wir müssen jetzt warten, bis die Eule wieder einsatzbereit ist. Ah, okay. Oh, oh. Hat er uns gesehen? Kann ja eigentlich gar nicht sein. So, der ist auch schon mal weg. Die dürfen nur keine Hilfe rufen. Da hinten läuft auch noch einer. Da hinten. Okay, den haben wir jetzt auch markiert. Sehr schön. So. Dann werden wir mal ein bisschen voranschreiten und ein bisschen gucken, wie die sich jetzt verhalten, damit wir uns so ein bisschen so einen Plan schmieden, so dass es nicht auffällt, wenn mal einer wieder fehlt von denen. Okay, der klettert darauf. Den könnten wir uns vielleicht... Was hat der denn jetzt gerade gemacht? So. Warte mal. Oh 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 oh. Ich hoffe, die rufen jetzt nicht Hilfe, weil dann wird das Lager nämlich wieder voller. Okay, die Eule ist wieder einsatzbereit. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ist ja gut. Hör auf zu schreien. Du kommst auch noch dran. So, warte mal. Ich werde mal irgendwie versuchen, hier runterzukommen. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Okay, das hat sehr schön geklappt. So. Dem kümmert das irgendwie gar nicht. Den auch nicht. Obwohl... Ah, das ist ein Gefangener, wenn ja. Den müssen wir retten. Okay, die sind schon mal raus aus dem Lager. Sehr schön. Das heißt, wir können mal versuchen... So, Svaras Außenposten entdeckt. Wir können ja mal schauen, ob wir hier irgendwie jetzt ganz gemütlich jetzt so ein bisschen infiltrieren. So ein bisschen hinterlistig jetzt. Warte mal, der läuft hier lang, ne?
gehe mal ein bisschen... Na, wo klemme ich denn hier? Ach, scheiße, jetzt geht die schon wieder in die andere Richtung. Verdammt. So, warte mal. Vielleicht können wir uns die ja... Nein! Ah, fuck! Scheiße! Scheiße! Mann! Komm ich hier rauf? Nein, komm ich nicht! Scheiße! Hilfe! Geh weg! Lalalalalalala. War ich nicht! Ciao! Verdammt! Komm ich hier rauf? Ja, hier komme ich rauf, okay. Hallo? Mein Gott. Mein Gott, ist immer wieder spannend hier den Außenposten. Gut, klar, man könnte jetzt da reinrennen und alles und hast du nicht gesehen und mit Keule arbeiten und, mit Keule arbeiten. Verdammt, jetzt hat die eine uns da gesehen. Ey, ich glaub das nicht. Okay, das scheinen ja nur noch diese vier zu sein. Dürfen ja eigentlich nicht so schwer... Dürfte ja eigentlich nicht so schwer werden jetzt mehr. Solange die keine Hilfe rufen. So, warte mal. Was war das? Was? Außenposten befreit! Yeah! Jawoll! 500 EP erhalten wir! Kein Alarm ausgelöst, gibt nochmal 1000 extra EP. Und wenn ja, Bevölkerung erhöht. Sehr schön. Das feiere ich doch ein bisschen. So, können wir denn jetzt hier... Ist die schon befreit? Ich glaube, ja. Sehr schön. Also gehört quasi das Lager jetzt auch schon uns. Wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Und ich werde mir ein wenig hier die Beutetasche wieder füllen, wenn wir schon einmal dabei sind. So, da können wir noch ein bisschen mitnehmen. Diese ganzen... Ah, stimmt, diese Stachelbomben, die haben wir noch gar nicht. Die nutze ich ja fast gar nicht. Die müssen wir demnächst mal ausprobieren, dass... die ist voll. Dass wir da mal demnächst mal ein bisschen mehr mitarbeiten. Ja... So. Ja, sehr schön, geil, cool. Achso, ich wollte in die Höhle... Wir wollen nochmal in die Höhle geguckt haben, weil da waren Fußspuren, ne? Die reinführten. Guck mal. Hier ist einer langgelaufen. Und was ist das für eine Wand? Ah, ist ja krass. Was ist denn da oben los? Warte mal eben. Was ist denn hier los? Sanji. Was ist da denn? Was ist denn los? Ich verstehe es nicht. Macht da so ein Aufschrei, so ein Gebrüll, weißt du? Aber nichts ist los. Naja. So, dann schauen wir mal hier in die Höhle. Ich werde die mal entzünden, die Keule. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Höhlenforscher Flexi ist mal wieder unterwegs. Tasche ist voll, du kannst nicht mehr nehmen. Ach, da hätte man auch so das Lager infiltrieren können, oder wie? Toll, das war nur eine Abkürzung. Aha. Ist ja interessant. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe hier irgendwas zerbrochen. Ich weiß aber nicht, was es, was das war. So, okay, passt auf. Dann machen wir das so, würde ich sagen, in der nächsten Folge, ja, organisieren wir uns mal ein bisschen Jackfell, damit wir ein bisschen, unsere Beutetasche erfüllen können, auffüllen können. Und, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, ja, auf der Suche nach Jackfell. Und ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao.